Jaime Azcárraga, riding 10-year-old Holstein bred Chin Chin. Au Mexique, Jaime Azcárraga, montant Chin Chin. Jaime Azcárraga aus Mexiko reitet den 10-jährigen Holsteiner Waller Chin Chin, von Konstant Farnese in Badendorf geboren. Er hat im ersten Umlauf auch einen Abwurf, einen einzigen. Und immer wieder muss ich sagen, neben der Spannung, die jetzt allmählich auf den Siedepunkt steigt, neben alledem erleben Sie, meine Damen und Herren, Reiterei allerhöchster Klasse, mit allerhöchsten Anforderungen. Und auch die Leistungen der Reiter, die hier mit Fehlern über diesen Mammutkurs kommen, über diesen olympischen, auch die Leistung dieser Reiter muss gewürdigt werden. Schließlich, was wäre letztendlich der Sieger und Goldmedaillengewinner, wenn es die anderen nicht gäbe, die ihn diesen Platz gelassen haben. Es ist der letzte Wettbewerb. Vielleicht die größte Überraschung ist der Mexikaner, dass er so weit gekommen ist, ist außerordentlich erstaunlich. Und immerhin liegt er jetzt nach diesem Ergebnis, er kriegt noch einen Viertelstrafpunkt. Wollte gerade sagen, liegt er gleich auf mit N. Kuzinski, dies ist aber nicht der Fall, denn er hat 8¼ Strafpunkte insgesamt. Was dieser Waller springen kann, das ist immer wieder erstaunlich. Denn der Mexikaner bringt ihn durchaus nicht immer in die ideale Distanz zum Sprung. Und trotzdem macht er Riesensätze und ist fast immer rund dabei, wölbt seinen Rücken auf. Ein großartiges Pferd. Jetzt geht es los, meine Damen und Herren. Im Hintergrund sehen Sie schon Ian Miller mit Big Ben vorbeitraben. Und er weiß natürlich, dass ein einziger Springfehler ihn aus den Medaillenrängen werfen wird.